in den Bahnstrecken, die stark nachgefragt werden, zum Beispiel die Strecke Gera, Jena, Weimar, Erfurt, wollen wir ohne neue Ausschreibung machen zu müssen, das Angebot verbessern, zum Beispiel mit längeren Zügen oder auch mal mehr Zügen noch in den Nachtbereich, zum Beispiel in die Kulturstätten, auch nach Meiningen ins Theater, aber auch auf den Mitteldeutschlandbahn-Region. Und dazu haben wir jetzt gerade eine kleine Anfrage gestellt als grüne Fraktion und wollen uns konkret dort einbringen, dass auf einfache Art und Weise dort die Angebote verbessert werden können. Wir wollen auch was am Tarifsystem tun und werben sehr stark dafür, dass zukünftig thüringweit ganz einfache Tickets gelöst werden können für den Verkehrsverbund. Und wir stellen uns vor, dass Schülerinnen und Schüler für 1 Euro am Tag durch ganz Thüringen Straßenbahnen, Busse und Züge nutzen können und Erwachsenen das im Rahmen eines Thüringen-Tickets für 2 Euro am Tag in einem Monatsabo.